Willkommen zu Plenum TV, dem Jahresendgespräch. Die Abgeordneten sind eigentlich schon im Weihnachtsurlaub und trotzdem habe ich zwei Mitglieder verschiedener Fraktionen zu mir geladen. Darf ich begrüßen Günther Felbinger von den Freien Wählern, ich grüße Sie. Guten Morgen. Und Oliver Jörg von der CSU, ich grüße Sie, Herr Jörg. Guten Morgen. Uns vereint die Herkunft, die Wahlkreise sind in und um Würzburg, bitte genauer definieren. Landkreis Mainz-Spessart. Mainz-Spessart am Main, sehr gut. Lohr ist gleich ums Eck, Gemünden. Jawohl. Haben wir vorhin ergründet. Und Herr Jörg? Würzburg-Stadt, Rottendorf und Gerbrunn. Also, ja, reden wollen wir heute über Strukturen. Strukturen im ländlichen Raum, das ist vielfältig. Es sind Verkehrsstrukturen, es sind Bildungsstrukturen, ärztliche Versorgung. Ein ganzes Bündel. Und wir wollen damit auch klar machen, dass das Themen sind, die Zuseher in den Regionen bewegen. Beginnen wollen wir mit Verkehrsanbindung. Das ist ja ein Streitthema. Durchs Gebiet geht die Autobahn. Man hört immer Staumeldungen im Spessart. Sind Sie denn da so zufrieden mit den verkehrlichen Anbindungen zwischen Nürnberg und Frankfurt? Ja, es ist natürlich so, dass wir ein Riesenproblem mit der A3 haben und der sechsspurige Autobahnausbau ist ja das große Ziel, was wir auch unbedingt benötigen. Denn, wie Sie richtig sagen, die Staumeldungen hören nicht auf. Und da gibt es natürlich noch sehr viel zu tun. Es ist ja sehr viel im Bereich Aschaffenburg und den Anschluss nach Würzburg geschehen. Aber gerade im Bereich der Stadt Würzburg, aber auch im weiteren Verlauf dann Richtung Kitzingen, Geiselwind bis nach Nürnberg, da gibt es noch Nadelöhre, die zu bewältigen sind. Und die Grundproblematik ist natürlich, es sind durchaus ja schon Dinge fertig geplant, dass aber die nötigen Finanzmittel fehlen. Beispielsweise, wenn ich daran denke, Lärmschutz im Bereich Geiselwind, was seit Jahren ein ganz, ganz großes Thema ist, ein großes Problem für die Anwohner. Und aber auch, wenn ich im Bereich der Stadt Würzburg natürlich sehe, dass hier seit Jahren ja Streit herrscht darüber, ob nun ein Tunnel oder eine Röhre gebaut wird und dass es da ja momentan zwar weitergeht, aber noch nicht in dem Maße, dass man sagen kann, das ist zufriedenstellend. Aber natürlich, wenn wir die ganze Region betrachten, ist ein Riesenthema bei uns auch die B26N, ja, die autobahnähnliche Straße, die gebaut werden soll, die letztendlich die Region Würzburg, den Stadtbereich Würzburg entlasten soll und aber gleichzeitig auch den Landkreis Mainz-Spessart erschließen soll. Und auch da gibt es ja kontroverse Meinungen, inwieweit beides gewährleistet ist. Es gibt sehr große Proteste auch seitens der Bürger, die natürlich fürchten, dass die schöne Landschaft zerschnitten wird. Aber ich bin auf der anderen Seite sicher, dass es wichtig ist, gerade die ländlichen Regionen hier auch an das Bundesverkehrsstraßennetz anzuschließen. Und insofern wir um einen Bau dieser Autobahn nicht drumherum kommen. Ja, Verkehr ist wirklich ein Reizthema auch für die Großregion Würzburg. Das gilt sowohl für den Bahnhof, der ja dringend saniert werden muss, als auch für den Individualverkehr, vor allem für die Autobahn, die Sie ansprechen. Die Würzburg, nicht nur Würzburg-Stadt, sondern die ganze Region leidet wirklich massiv unter der jetzigen Situation, dass wir dort erst vierspurig sind. Viele Bereiche der A3 sind ausgebaut und wir haben immer stärker diese Nadelöhr-Situation um Würzburg. Verständlicherweise, auch wenn es die Würzburger ärgert, fahren dann viele durch die Stadt. Wir haben zwar LKW-Verbote, aber trotzdem sind die Straßen alle verstopft. Die drängen rein in die ganzen normalen Wohngebiete und das ist schon sehr ärgerlich. Deswegen drängen wir nachhaltig auch Richtung Berlin, dass es zügig vorangeht. Und ich denke, die Zeit ist jetzt vorbei, wo wir über die verschiedenen Lösungen reden sollten. Es gibt einen guten Kompromiss mit der Druckerlösung, die seinerzeit ausgearbeitet wurde. Für diese Lösung besteht Baurecht und in Anbetracht dessen, dass viele unter der jetzigen Situation leiden, ist es wichtig, dass man da jetzt mit dem Ausbau in dieser Druckerlösung dann auch vorankommt. Denn es geht ja nicht nur um den Verkehr an sich, es geht darum, dass der Großraum Würzburg und die Stadt selber auch unter der Feinstaubbelastung leidet. Je mehr Verkehr da durchdringt, desto dramatischer ist es eigentlich. Das andere ist natürlich, wir dürfen nicht nur den Individualverkehr
in den Blick nehmen, sondern müssen uns auch darum kümmern, dass das Schienennetz funktioniert und dass auch die Kunden viel mit der Bahn auch fahren. Und es beginnt damit, dass ich einen einladenden Bahnhof habe, einen Bahnhof, der funktioniert, der barrierefrei, behindertengerecht ist. Und auch das ist in Würzburg und nicht nur dort, in Rottendorf zum Beispiel genauso eben nicht der Fall. Und deswegen gilt es insgesamt zusammenzuhalten, auch über alle Fraktionen hinweg, dass wir da vorankommen, was wir im Moment auch machen. Unsere Landtagspräsidentin hat uns Abgeordneten aus der Region sozusagen alle zusammen ermuntert, da gemeinsam aufs Gas zu drücken und auch die Deutsche Bahn ein Stück weit zusammen unter Druck zu setzen. Und wir lassen uns das auch nicht gefallen, dass wir nicht die Perspektive 2018 sanierter Hauptbahnhof in Würzburg, die lassen wir uns nicht nehmen. Und dafür kämpfen wir gemeinschaftlich. Eine gewisse regionale Allianz. Das ist kein Wahlkampfthema jetzt im Kommunalwahlkampf, die verkehrliche Anbindung. Naja, Wahlkampfthema, die einen oder anderen nehmen das her, aber ich sehe da also auch, wenn es für die Region gilt, zusammenzustehen, da müssen Parteigrenzen fallen in meinen Augen. Und gerade das Thema Hauptbahnhof Würzburg, Schienenverkehrserschließung, ist, denke ich, etwas, was sich nicht zum Wahlkampf taugt. Ja? Und wie der Kollege Jörg richtig sagt, wir sind hier gemeinsam am Ball, um dieses Problem Hauptbahnhof Würzburg Sanierung bis 2018 doch noch hinzukriegen. Und wir haben, ich glaube, nächste Woche wieder einen runden Tisch dazu. Und ich bin da guter Dinge, dass jetzt, nachdem die Bohrarbeiten, die Untersuchungen gemacht worden sind, dass wir hier zu einem Ergebnis kommen. Und insgesamt ist aber natürlich, was die Verkehrserschließung auf der Schiene betrifft, ein großes Problem auch die Verkehrsverbindung zwischen Aschaffenburg und Würzburg. Hier brauchen wir auch eine, langfristig einen Ausbau, weil wir alle wissen, dass die Schienentaktung, also die Zugtaktung, so eng ist, dass es ja auch sehr schnell auf dieser überfrachteten Strecke, weil eben auch sehr viel Güterverkehr in den letzten Jahren zugenommen hat, dass es hier unbedingt Handlungsbedarf braucht. Und wir brauchen keine Nord-Spessart-Trasse, wie das jetzt auch von hessischer Seite hier wieder formuliert worden ist, sondern wir brauchen eine Stärkung dieser Achse Aschaffenburg-Würzburg, damit Aschaffenburg genauso angebunden ist an Würzburg wie die anderen kleineren Standorte drumherum. Diese verkehrlichen Strukturen sind enorm wichtig für die Entwicklung einer Region. Und das zweite Moment, was die Region nach vorne bringen kann, der Rohstoff der Region, das ist die Bildung. Sie sind beide Bildungspolitiker. Ich darf Sie erinnern, Sie sind sogar bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Freien Wähler. Sie sind Sprecher, hochschulpolitischer Sprecher für Wissenschaft und Kunst, verantwortlich in der Fraktion jetzt. Die Bildung in dieser Region hängt und steht und fällt mit dieser großartigen Universität in Würzburg. Fragen wollte ich aber eigentlich zunächst mal nach den kleinen Beinen, die kurze Wege haben sollten, die Grund- und Hauptschule und die Mittelschule. Wie schaut es denn da in der Region aus? Mit der wohnortnahen Schule, mit den kurzen Wegen zur Schule, Herr Felbinger. Ja gut, die wohnortnahe Beschulung, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Ziel von uns allen. Ja? Kurze Wege, kurze Beine, lautet ja dieses Motto. Und da gilt es momentan festzustellen, dass das einigermaßen in Ordnung ist. Ja, aber wir haben natürlich die Sorge, dass mittelfristig aufgrund der demografischen Entwicklung, es werden immer weniger Kinder geboren, viele Grundschulstandorte wie auch Mittelschulstandorte unter Umständen aufgegeben werden müssen. Und meine Fraktion kämpft sehr dafür, dass alle Grundschulstandorte, ob rechtlich selbstständig oder auch die Außenstellen, erhalten werden. Weil für uns als Freie Wähler sind diese Grundschule ja quasi das Herz eines Ortes. Und wenn die Grundschule einmal geschlossen ist, ist sie natürlich auch nicht mehr so attraktiv für junge Familien, sich dort niederzulassen. Also das Bildungsthema ist auch ein Infrastrukturproblem durchaus. Und als solches sehen wir dem große Bedeutung beigemessen. Und bei den Mittelschulstandorten, da hatten wir ja in der vergangenen Legislaturperiode
eine Reform, wenn man das so nennen darf, zu den Mittelschulverbünden, wo man versucht hat, die einzelnen Standorte zu halten. Auch da wird man nun sehen müssen, wie das in den nächsten 2-3 Jahren sich gestaltet. Denn auch dort schlägt natürlich die demografische Entwicklung zu Buche, immer weniger Schüler. Aber auch da sage ich, wir müssen bemüht sein, hier diese Mittelschulstandorte zu halten, weil die Mittelschule ein wichtiges Glied in der Bildungskette darstellt. Die CSU hat aber da, glaube ich, ein Limit, eine Mindestgröße eingeführt. Ich glaube, da reden wir über 23 Schüler, 26. Wie sehen Sie da diese Standorte gerade im Spessart? Da ist es im Winter, hat es richtig viel Schnee und zu längeren Strecken zu fahren mit dem Schulbus. Der Streit entbrennt immer am Einzelfall, wo wir dann auch oft versuchen, uns politisch zu verwenden. Klar muss auch sein, dass aber eine einheitliche Linie in ganz Bayern gelten muss. Wir haben ein anstrengendes Wahljahr hinter uns und das Schöne ist, dass alle Fraktionen in diesem Hohen Hause auch den Bürgern klargemacht haben, wo es in der Bildungspolitik langgehen soll. Und im Bayernplan, den umzusetzen, wir jetzt nach dem großartigen Vertrauen der Wählerinnen und Wähler, wir verpflichtet sind, steht klar geschrieben, dass wir auch die Grundschulstandorte, vor allem die rechtlich Selbstständigen, erhalten wollen. Und das ist schon eine ganz klare Botschaft, ein richtig großer Pflock, an dem wir selber uns als CSU dann auch entlang hangeln und wo wir nicht dahinter zurückgehen wollen und wo sicherlich auch die Opposition dann sagen wird, also hier steht es schwarz auf weiß, da freuen wir uns dann schon auf die zukünftigen Debatten im Plenum. Aber das ist schon so ein Level, unter das wir nicht zurücktreten sollen. Im Gegenteil, wir sollten den Anspruch haben, vielleicht auch obendrauf zu satteln, aber drunter darf es nicht gehen, denn der Kollege sagt zu Recht, wenn wir an den ländlichen Raum denken, was sind denn die Grundstrukturen, die Menschen brauchen, wenn sie überlegen, ziehe ich dahin, bleibe ich dort, kaufe ich mir dort einen Bauplatz, lasse ich mich nieder. Ich will eine kleine Einkaufsmöglichkeit als Minimum, ich will zumindest eine Grundschule haben oder die darf nicht weit weg sein. Ich will eigentlich eine ärztliche Anbindung, ich will zumindest mal einen Hausarzt haben und ein bisschen eine funktionierende Vereinsstruktur. Und dann beginnt es, dass man sich wohlfühlen kann. Und wir in der Politik sind verantwortlich, dass wir vor allem auf dieses Grundpaket, das heute jemand braucht, Breitband, wenn wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, ordentlicher Internetanschluss und die Dinge, dann kann man auch im ländlichen Raum sehr, sehr gut wohnen und kann auch das Positive des ländlichen Raums, dass man vielleicht etwas entschleunigter wohnt, dass Kinder vielleicht ein viel schöneres Umfeld haben, auch in der Natur, wie man so leider dann mitten in der Stadt, in der Großstadt nicht vorfindet. Die Strukturen im Bildungsbereich werden auch geprägt durch die Hochschullandschaft. Es gibt natürlich Hochschultourismus, aber in Würzburg haben wir diese sehr große, wichtige Universität. Sind Sie denn da jetzt stolz, dass der bayerische Schüler keine Studiengebühren mehr und auch in Würzburg keine mehr bezahlt? Ich glaube, wir haben jetzt im vergangenen Jahr uns über kaum ein Thema so viel intensiv unterhalten, im Plenum, mitten in der Gesellschaft, überall, wie die Frage Studiengebühren ja oder nein. Es ist zu mühselig, das nochmal aufzudröseln. Es ist jetzt, wie es ist. Studiengebühren werden nicht mehr erhoben. Das mag der eine gut finden, der andere noch besser finden. Fakt ist, dass die Studienbeiträge kompensiert werden. Also der positive Effekt der Studienbeiträge, dass die Lehre, es geht ja nicht immer nur um Bauwerke, es geht um exzellente Lehre, dass sich unsere Studierende wohlfühlen können, die Mittel werden voll kompensiert. Das heißt, diese positiven Elemente der Studienbeiträge, die sind erhalten. Und was nicht unwichtig ist für die Studierenden, das Mitgestaltungs-, das Mitspracherecht bleibt vollständig erhalten. Und von dem her ist so, wie wir es jetzt machen, sicherlich ganz gut. Es ist in Würzburg ja nicht nur die Universität, sondern auch die Musikhochschule und die Hochschule für angewandte Wissenschaften, auch mit dem Standort in Schweinfurt. Die drei Einrichtungen sind für Mainfranken, was Bildung und Angebot an Spitzenbildung und Forschung anbelangt, der Motor. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn all die Studierenden, all die Professoren, die Lehrenden, der Mittelbau, viele Arbeitsplätze
Im Geiste nehmen wir auch das Klinikum jetzt noch mit dazu, das Universitätsklinikum, das ja da auch noch mit dazugehört, mit der medizinischen Fakultät. Wenn wir uns das alles wegdenken, dann sind wir eine kleine Stadt ohne große Bedeutung. Es gibt eine Umfrage, da wurde gefragt, wo wollt ihr am liebsten studieren? Da kommt Würzburg verdammt gut weg. Liegt es an den schönen Weinbergen oder woran liegt das denn, dass sehr viele junge Leute nach Würzburg kommen zum Studieren? Ja, mit Sicherheit an der Mentalität der Mainfranken und an der schönen Landschaft. Ich glaube, jeder, der mal in Würzburg war, kann das bestätigen, dass es eine wunderschöne Stadt ist, in der man sich wohlfühlen kann. Und in dem natürlich auch vom kulturellen Angebot, vom Ambiente, mit den Weinbergen, mit dem Wein, Dinge geboten werden, die nicht jede Großstadt bieten kann. Wir wollen über eine andere Struktur reden, die die Region eminent stützt und ausmacht. Das ist die ärztliche Versorgung. Und zwar geht es da um die Hausärzte, dass Fachärzte vornehmlich in Mittelzentren und großen Zentren sich ansiedeln, ist bekannt. Aber die Hausärzte, wir haben es vorhin angesprochen, sind entscheidend für die Qualität und für den Zuzugswunsch in Dörfer, in kleinere Gemeinden. Wo sehen Sie da die Defizite? Na gut, das größte Problem ist der Altersschnitt der momentanen Hausärzte. Da gibt es ja klare Statistiken, auch Zahlen in Unterfranken, dass über 60% der Hausärzte derzeit schon über 50 Jahre alt sind und noch einmal rund 40% über 60, sodass wir in den nächsten Jahren hier mit Sicherheit ein massives Problem bekommen mit Hausärzten, die in den Ruhestand treten und entsprechende Nachfolger zu finden. Und das ist ja schon gerade in ländlichen Regionen Mainfrankens der Fall gewesen, wenn ich daran denke, in der Rhön, dass Hausärzte gesucht worden sind, dass Gemeinden schon plakatiert haben am Ortseingang Hausarzt gesucht. Es ist nicht so einfach, Hausärzte, junge Hausärzte ins Land zu ziehen, ja, weil da scheinbar das Problem Stadt-Land doch da vorhanden ist. Aber es gilt, Anreize zu schaffen, für junge Hausärzte aufs Land zu gehen. Und da ist unserer Meinung nach in der Vergangenheit zu wenig getan worden. Ist das eine kommunale Angelegenheit? Kann man da überhaupt von München aus, vom Landtag aus eingreifen? Oder ist es eine ärztliche, der freie Markt? Gibt es überhaupt eine Chance? Ja, die Kommunen haben natürlich dann den Spielraum zu sagen, wir haben die und die Anreize, attraktive Wohnlage, schönes kulturelles Angebot. Vielleicht stellt man dem Arzt eine Praxisräumlichkeiten zur Verfügung. Aber ich glaube, die großen Stellschrauben, die sind schon auf landes- und bundespolitischer Ebene zu finden. Und allein schon da, denke ich, muss man ansetzen, der Allgemeinmedizin insgesamt wieder mehr Bedeutung zu geben. Und wir hatten bis vor kurzem nur einen einzigen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin in Bayern. Jetzt ist in Erlangen ein weiterer gekommen. In Würzburg soll einer folgen. Und wir sagen, wir brauchen in allen Universitätsstädten in Bayern einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin, also auch in Regensburg. Und wenn man hier insgesamt der Allgemeinmedizin wieder mehr Bedeutung beimisst, auch in der Ausbildung junger Ärzte, dann denke ich, dass da dauerhaft Abhilfe geschaffen werden kann. Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die es da zu schnüren gilt, um Anreize zu schaffen für junge Familien aufs Land zu ziehen. Also kurzfristig funktioniert das alles nicht. Steht denn dazu was im Landesentwicklungsplan? Das ist völlig richtig. Das ist nicht das einzige Themenfeld, bei dem verschiedene politische Ebenen ihren Beitrag leisten müssen mit einer großen Zielrichtung. Das Ziel heißt, dass auch in 10 Jahren noch genügend Hausärzte in den Dörfern sind. Und im Moment mag das zwar rein von den Zahlen her und der Statistik so aussehen, als genüge es noch. Aber das ist vollkommen richtig, die Hausärzteschaft ist überaltert und wenn wir jetzt nicht handeln, haben wir ein eklatantes Problem in 5 bis 10 Jahren. Deswegen muss man jetzt handeln und die Staatsregierung handelt auch in dem Bereich. Das ist völlig richtig, es gab einen Stiftungslehrstuhl in München, der sich der Allgemeinmedizin angenommen hat. So etwas gab es in ganz Bayern nicht. Und die haben positive Erfahrungen gemacht und die Erlanger Nürnberger haben das entsprechend auch gemacht mit Unterstützung
des Wissenschaftsministeriums und wir in Mainfranken sagen zu Recht, was dort geht, wollen wir auch. Wir stehen vor derselben Problematik. Wir haben einen super, auch weltweit ausstrahlenden Medizin- und Forschungsstandort und da gehört die Allgemeinmedizin dann mit dazu. Deshalb wird auch jetzt ein allgemeinmedizinischer Lehrstuhl in Würzburg eingerichtet. Das andere ist aber auch, unmittelbare Anreize zu schaffen, dass sich jemand hausärztlich niederlässt. Häufig ist es so, dass es bei der Übernahme einer Hausarztpraxis, da fallen Sanierungskosten an, da muss umstrukturiert werden, da müssen neue Geräte angeschafft werden. Oder wenn ich ganz neu beginne irgendwo in einem Dorf, wo kein Hausarzt ist, stehe ich vor enormen Investitionskosten. Da hilft ein Programm des Freistaats Bayern mit bis zu, wenn ich es richtig im Kopf habe, 60.000 Euro. Und das Spannende ist, wir hatten eine tolle Petition jetzt unmittelbar vom Jahresschluss. Da hat einer eine kluge Idee vorgeschlagen, man könnte doch diejenigen Studierenden, die bereit sind, später als Hausarzt irgendwo hinzugehen, die könnte man doch beim NC, den könnte man da entgegenkommen. Die dürfen vielleicht auch schon mit 1,8 oder 2,0 oder so Medizin studieren, weil viele bereit wären, dieses besondere Profil eines Mediziners auch sich dem zu widmen. Hausarzt ist ja nicht nur ein Beruf, das ist eine Profession, eine Berufung. Und das ist verfassungsrechtlich eben nicht machbar. Deswegen müssen wir immer nach Mechanismen suchen, wie wir Anreize schaffen. Ein toller Anreiz ist, dass es Stipendien jetzt gibt für Medizinstudenten, die bereit wären, sich als Hausarzt niederzulassen später. Da gibt es gewisse Verpflichtungen, die man dann eingeht, dass das auch umgesetzt wird mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, 300 Euro im Semester. Das ist, im Monat. Das ist insgesamt nicht wenig, was da zusammenkommt. Von dem her hoffe ich einfach mit diesen, vor allem für Studierende jetzt, die sich heute überlegen, wäre das was für mich? Einerseits Förderung, wenn ich mich niederlasse, Unterstützung während des Studiums und drittens, ich kann mich sogar an einem speziellen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin dann einschreiben, dort Lehre. Also Hausärzte dringend gesucht, das ist wirklich ein Hilferuf. Kann mir nicht vorstellen, dass man im schönen Würzburger Land nicht Landarzt werden möchte. Die Weinbauern dort sind sehr dankbar. Ich habe in einer Zeitung einen Leitartikel gelesen, in einer bayerischen Tageszeitung. Man überlegt, dass Kommunen sich einen Arzt anstellen, wie einen Gärtner oder einen Friedhofsgärtner oder einen. Ist das die Lösung? Also, ich bin ein Subsidiaritätsfan. Was aus der Gesellschaft heraus selber funktioniert oder noch funktioniert, da kann man mit Anreizen schaffen. Aber Worst Case ist schon, dass auch für eine Gemeinde es vielleicht hochinteressant ist, dass dieser Hausarzt da ist. Und der Kollege Felbinger hat eine Idee eingebracht, die ja nicht schlecht ist, dass man sagt, vielleicht unterstützt auch eine Gemeinde bei den Räumlichkeiten, kommt da entgegen. Und dann gibt es insgesamt ein Paket. Dann hilft die Landespolitik. Wir im Bayerischen Landtag waren fleißig und haben was gemacht. Dann hilft vielleicht die Kommune noch mit dazu und insgesamt ist es wieder attraktiv, dann wirklich, ich sage jetzt mal auch Landarzt zu werden. Herr Felbinger, die Gemeinden müssen aktiv werden, wenn es anders nicht geht und sie werden schon aktiv. Breitbandversorgung, schnelles Internet in den letzten Haushalt mit einer noch steigerungsfähigen Potenz. Da sind viele Gemeinden aktiv geworden. Manche haben es geschafft, ein Formular auszufüllen, das hat 19 Seiten. Ich glaube, 4 oder 5 bayerische Gemeinden, vielleicht sind es zwei, nur zwei haben es geschafft und kriegen die Förderung. Wo ist denn da der Hase im Pfeffer? Ja, das Förderprogramm, das momentan aufgelegt ist von der Staatsregierung, ist sehr kompliziert. Das muss man nüchtern feststellen. Sie haben schon die 19 Seiten angedeutet, es sind verschiedene Stufen zu durchlaufen. Und ich höre die Klagen vieler Bürgermeister und kommunaler Mandatsträger, die sagen, undenkbar, dass eine Kommune, eine kleine Gemeinde dieses Antragsverfahren überhaupt alleine steuern kann, weswegen sich viele schon externe Berater geholt haben, um überhaupt hier diese
Antragsflut zu durchlaufen. Und man kann das auch sehr schön sehen. Sie haben ja gesagt, dass bisher zwei Gemeinden dieses Programm nur in vollem Maße ausgenutzt haben. Ich dachte, es wären vier. Nein, weiß ich ganz sicher, weil wir hatten gestern die Plenardebatte. Und es sind insgesamt 370, die das Antragsformular schon mal mit der ersten Seite, will ich jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen, ausgefüllt haben. Und man kann das auch im Internet sehr schön nachvollziehen, in welche Gemeinde, in welchem Antragsverfahren ist. Und da brauchen wir eine Entbürokratisierung dieses Verfahrens. Ja? Ich meine, die Staatsregierung hat jetzt darauf reagiert, indem der Staatsminister Söder ja gesagt hat, wir brauchen 71 Berater, die von den Vermessungsämtern hierfür künftig freigestellt werden sollen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Aber ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass man erst jemanden braucht, der einem hilft, ein Formular oder ein Antragsverfahren zu durchstehen. Also da muss man einfach darauf drängen, dass solche Verfahren einfacher ablaufen. Natürlich gibt es bestimmte Vorgaben seitens der EU und so weiter, die vorhanden sind, aber auch da muss man auf EU-Seite überlegen, wer kann denn in einem anderen Land außer in Deutschland auch solche komplizierte Verfahren durchlaufen. Und wir würden uns wünschen, dass das alles schneller vonstatten ging. Ja, wenn man sieht, wir haben 200 Millionen in diesem Jahr in den Haushalt eingestellt und nur 560.000 sind abgerufen worden. Also da liegt sehr, sehr viel Potenzial brach. Und wenn wir den Bogen zu den Hausärzten nochmal herstellen, das ist ja auch eine wesentliche Infrastrukturvoraussetzung, dass junge Familien, junge Ärzte aufs Land gehen, dass diese Infrastruktur Breitband funktioniert. So wie der Kindergarten, die Schule und so weiter funktionieren muss, so brauchen wir auch da eine Erschließung bis in den letzten Haushalt, sagen wir. Kann die Gemeinde selbst aktiv sein, um Richtfunkstrecken in Eigenregie aufzubauen, um schneller zu arbeiten, als vielleicht die Unterstützung kommen kann? Wir haben immer das Problem mit vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Das ist schon sehr schwierig. Also eigentlich muss der Förderbescheid dann rausgehen, bevor man anfängt. Das mag vielleicht im Einzelfall helfen oder vielleicht steckt hier auch noch ein bisschen Luft den Kommunen entgegenzukommen. Es ist richtig ärgerlich, das ganze Thema, weil normalerweise streitet der Kollege und ich im Bayerischen Landtag dann in aller Vehemenz darüber, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Die Staatsregierung macht dann mit der einen oder anderen Nahtstelle zu wenig. Das ist das Alltagsgeschäft. Und bei dem Punkt ist es mal ausnahmsweise andersrum. Wir haben genügend Geld zur Verfügung. Das ist nicht mal die Forderung der Opposition. Eine halbe Milliarde steht eigentlich im Feuer, hier auszubauen. Das ist gigantisch viel Geld. Also wenn die mal verbaut sind, die halbe Milliarde, dann sind wir weit gekommen in Bayern, dann sind wir Vorzeigeland. Und es liegt tatsächlich an diesem bürokratischen Monster für die Gemeinden, an das Geld zu kommen. Und das ärgert uns genauso wie Oppositionsabgeordnete. Der Kollege hat es in einem Nebensatz angedeutet, aber hier ist wirklich das Problem auch in Europa zu suchen. Einmal mehr, wie der Alltag den Menschen schwer gemacht wird, von Europa kommend. Natürlich kämpfen alle mit ihren Möglichkeiten, das auch ein Stück weit zu entbürokratisieren, aber das weiß jeder, wie schwierig das ist, wenn man mit der EU-Kommission zu tun hatte. Deswegen muss es einen Plan B geben, neben dem Streiten in Europa. Und das ist sehr gut, was Staatsminister Söder hier auf den Weg gebracht hat, nämlich dann einfach parallel mehr Beratung zur Seite zu geben. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Beamten aus dem Vermessungsbereich, die haben einen Bezug zu dem Themenfeld. Die sind durch Umschulung höchst geeignet, das auch zu machen. Die den Gemeinden zur Seite zu stellen, das begrüße ich ausdrücklich. Wir sind am Ende unserer halben Stunde. Wir redeten über Strukturen im schönen Großraum Würzburg. Und weil das Jahr zu Ende ist, hat jeder einen Wunsch. Ich möchte einmal abfragen, was wäre mittelfristig Ihr größter Wunsch für diese schöne Region? Was ist Ihr persönlicher Wunsch? Mein persönlichster ist ein Mutter-Kind-Zentrum, das wir an unserer Universitätsklinik in Würzburg dringend brauchen, um einfach diese Spitzenmedizin weiter auch ausbauen zu können. Das ist das Markenzeichen für Würzburg, warum wir am Shanghai-Ranking und überall spitze unterwegs sind, Chemie und Medizin. Und da einen Beitrag zu leisten, wenn sich der schneller erfüllt, als ich mir das erträumen kann, dann das wäre mein Lieblingswunsch. Jetzt haben wir auch noch was über das Shanghai-Ranking erfahren. Herr Felbiger, was ist Ihr Wunsch für diese Region?
Ja, dass wir die demografische Entwicklung der nächsten Jahre einigermaßen gut überstehen und dass das Wohnen, ich sage jetzt mal, im Spessart genauso attraktiv ist wie in Würzburg. Und dazu brauchen wir viele, viele Wünsche, die wir da haben, infrastrukturelle Maßnahmen. Und dazu werden wir gemeinsam kämpfen, dass diese Region attraktiv bleibt. Denn wir wollen weiterhin eine Vorzeigeregion bleiben. Also besser kann man so ein Gespräch nicht beenden. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Ihnen beiden, Herr Günther Fellwinger, Oliver Jörg, dass Sie gekommen sind. Es ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal in diesem Jahr sowas wie Urlaub angesagt. Der Sommer war Wahlkampf. Dass Sie trotzdem noch nach der Plenumssitzung, nach der Plenumswoche Zeit hatten für uns, freut uns und unsere Zuschauer. Und gerne bis zum nächsten Mal.